Wir sind die Könige der Spielleute, Corvus Corax, und ihr seht Backstage. Backstage hat sich in den letzten Ausgaben unter anderem mit mittelalterlicher Musik beschäftigt. Aufgrund der guten Resonanz zu diesem Thema kommen wir eurer Bitte nach und beschäftigen uns in der heutigen Sendung mit einer Band, die nunmehr 10 Jahre mittelalterliche Musik macht, Corvus Corax. Wir begleiteten die Könige der Spielleute über mehrere Wochen und sind mit ihnen durch die Lande gezogen. Wir erfuhren von ihren Sünden und Schandtaten, haben mit ihnen fürstlich gespeist und sie gaben uns die Ehre, an ihrer Spielmannskunst teilzuhaben. Tagelöhner, Fürsten und Weibervolk aufgepasst. In den folgenden 30 Minuten habt ihr die Gelegenheit, Corvus Corax, die Könige der Spielleute, näher kennenzulernen. Und nun Kreide und Schiefertafel bereitgelegt, denn Backstage hat allerhand Fatzwerk zu verlosen. Ich würde sagen, ihr müsst wissen, dass das Corvus Corax die Könige der Spielleute sind. Das heißt, die Spielleute, die nur für Könige und fürs Adelsvolk spielt, weil sie selber praktisch adlig sind und in ihrer hohen Kunst selbst das sensibelste Ohr zu erfreuen vermögen. Resist al vidricus ira vehementi, in amare turine loqua mia menti, factus de materia lives elementi, foliosum similes dequa ludut venti. Das müssen wir nochmal machen. Muss man so laut singen, wenn man aufnimmt? An sich muss man nicht so laut singen, aber da wir eben viel auf der Straße spielen oder auf Märkten oder eben auch in Konzerthallen, also wo 1000 Leute reinpassen und da ohne Anlage spielen, haben wir alle ein mächtiges Organ und das ist also für mich ganz schön anstrengend, das runterzuschrauben und so ist es für mich am natürlichsten. Also wir benutzen ungefähr 50 mittelalterliche Instrumente in unserem Programm. Wenn wir eine CD machen, benutzen wir natürlich noch mehr, um viel mehr Sounds zu entwickeln. Wir können die auch, also eigentlich jeder von uns kann jedes Instrument spielen. Das ist das, was einen mittelalterlichen Spielmann ausmacht. Das ist das Stromscheid. Kann man hier noch Flasche Löttöne erzeugen. Also wir haben uns ja ziemlich viel rumgetrieben in der Weltgeschichte und irgendwann hatte ich mal so einen alten Zigeuner getroffen, der fand mich ganz interessant, warum weiß ich auch nicht, und der sagte, ich sterbe bald und so weiter, komm mal her, ich verrate dir mal einen Trick, dass das dann irgendjemand weitermacht. Und das war eben diese Scherbenwälzen. Und das ist so eine alte Spielmannsmanie, dass man, bevor man stirbt oder so, dass man das nur einen Einzelnen weitererzählt, wie dieser Trick funktioniert und ansonsten das für sich behält. Also ich baue die Instrumente in jahrelanger Kleinarbeit. Ich baue die speziell für die Kollegen sozusagen angepasst an die Armformen und so weiter. Also ich fange erstmal an hier so aus dem Rohling, den werde ich jetzt erstmal aufs Maß sägen und dann wird er gleich sehen. Da muss man ein bisschen mit beweilen noch, die ganze Geschichte. Also ich fängt man so an hier, wisst ihr? So. Das
bisschen geweilt, dass es schon mal rund ist zum Drechseln nachher, weißt du? Also ich baue die ganzen Instrumente für uns, die Blasinstrumente hauptsächlich. Dudelsäcke, Zinken, Schalmeien. Alles, was man so braucht. Die Drechselbank ist so aus den 20er Jahren ungefähr. Habe ich mal gekriegt von so einem alten Drechselmeister. So. Die Tour von Corvus Corax, ist das richtig, ja? Das ist richtig. Wir machen ein wenig mit und ich verkaufe ein paar Flötchen, denke ich. So, also so mehr oder weniger mittelalterliche Produkte und wir wollen damit diesen Konzerten einen Rahmen geben, halt einen historischen. Die Corvus Corax, die sind praktisch auf den historischen mittelalterlichen Märkten groß geworden und zu ihren 10-jährigen Bestehen, das soll wohl ein kleiner Markt immer mit dabei sein. So, und das versuchen wir auszufüllen. Einen wunderschönen guten Abend! Wünschen die Spieluden Corvus Corax nun seit 10 Jahren schon auf Achse, auf das die Fußsohlen abgelaufen sind. Doch wir stehen immer noch hier, in alter Frische, eure Herzen zu erweichen und eure Kniegelenke zum Zucken zu bringen, auf das ihr im Rausche vergeht und eure schweißgebadeten Leiber aneinander reibt. Corvus Corax ist eine Gruppe, die mittelalterliche Spielmannsmusik macht. Die Spielmannsmusik ist die Tanz- und Unterhaltungsmusik des Mittelalters. Man könnte sagen, die Rock- oder Popmusik, die Tanzmusik halt, wo auch die jungen Leute getanzt haben. Wenn wir heutzutage solche Musik machen, benutzen wir auch mitunter Elemente aus der Rock- und Popmusik, gerade was unsere Show angeht. Da sind wir, also da macht es uns Spaß, solche Elemente zu benutzen. Und ich glaube, das hat auch einen Großteil unseres Erfolgs in den letzten 10 Jahren ausgemacht, dass wir einfach drauf los mit solchen Mitteln gespielt haben auf der Bühne. Und auf diesen mittelalterlichen Märkten, wo also auch viel Publikum da ist, wo man auch sehr engen Kontakt hat zu den Leuten, da macht es mir dann auch noch zusätzlich Spaß, eben wirklich mit den Leuten hinterher ein Glas Wein zu trinken oder ein Bier, also Bier seltener, meistens Wein. Und auch zu reden, also über alles Mögliche, also über Mittelalter heute oder über Wein damals heute oder über Musik machen, das ist egal. Also das macht mir auch nach wie vor Spaß, also so weit hört auch nicht auf, das wird nie langweilig. Wenn man das dann auch kann, dann könnte man mal einen Antrag stellen, vielleicht bei Corvus Corax mitzuspielen. Vor mehreren Jahren eine Ballade gesungen, da ging es um den Teufel, ein Dudelsack spielender Teufel übrigens, der unterwegs war in Kneipen und hat so Kneipenmusik gemacht und sowas alles und habe diese Ballade ständig gespielt und dann irgendwann habe ich den Brandhahn kennengelernt
Mir gefiel die Ballade, ich musste ständig diese Ballade spielen. Ja, spiel doch nochmal. Und irgendwann habe ich dann durch dieses Lied eben den Namen Teufel gekriegt. Da waren die Hörner auch noch nicht da. Im Osten hatten die meisten Leute kein Auto. Man musste 10 Jahre auf den Trabi warten. Und wir sind ziemlich viel mit dem Zug unterwegs gewesen, also mit der Bahn gefahren. Und haben dann auch noch in der Bahn meistenteils gespielt. Also wir waren unterwegs, sind durch den Zug gegangen mit unseren Dudelsäcken und haben dann gespielt. Entweder haben die Leute uns Geld gegeben, dass wir aufhören, weil es denen zu laut war. Oder eben, weil sie es gut fanden, weil es halt langweilig war im Zug. Und die irgendwie 3 Stunden gebraucht haben, von Leipzig nach Berlin zu kommen oder so. Aber wir waren viel mit der Bahn unterwegs in der Zeit. Für die jungen Ritter wäre es wohl, die sich noch kein eigenes Pferd leisten können. Dieses Flötlein ist ein Kuckuck. 2 Töne hätte er wohl. Für Kindlein ab 2 Jahre, ab 3 Jahre. Der Dreiklang macht auch den Kuckuck. Und die Feuerwehr noch dazu. So, ein Zwitschertopf hätte ich noch dabei. Damit kann man im wahrsten Sinne einen zwitschern. Es gibt nur einen neidischen Herren hier in unserer Formation und er trägt die Farbe des Neides, nämlich gelb. Ich bin der Trommler bei Chorus Korax und ich bin erst seit Anfang diesen Jahres mit dabei. Aber ich kenne die Kollegen schon, na, sagen wir mal so 10 Jahre ungefähr. Ist wenig dann. Wie bist du selber zur mittelalterlichen Musik gekommen? Das hat auch viel mit Chorus Korax zu tun, die hießen damals Tippelklimper und wir haben uns sehr viel von dieser Gruppe inspirieren lassen. Die sind sehr viel in Leipzig gewesen. In Leipzig gab es auch noch eine andere mittelalterliche Gruppe und ich habe vorher eigentlich Jazzgitarre gespielt und bin dann irgendwann zur Mittelaltermusik gekommen, habe dann eigentlich alles ausprobiert und bin dann irgendwann bei Perkussion gelandet. Gehört, du machst für den Andreas die Schuhe, du baust ihm die Schuhe selber. Nicht nur für ihn, für alle Musiker vom Mittelaltermarkt. Wir haben gehört, das ist alles Handarbeit, was du machst, also da wird auch jeder Schuh selber angepasst, ist das richtig? Ja, die kommen mit der Idee zu mir und ich nehme Maß und dann fange ich an, das zu bauen. Es gibt die Schuhe jeweils nur einmal. Wie lange brauchst du für so einen Schuh? Es ist verschieden, es kommt nach Aufwand. Es kann 5 Stunden dauern, es kann 25 Stunden dauern, es ist verschieden. Ich kenne alle auch schon 10 Jahre, aber ich bin jetzt erst 6 Jahre dabei. So, was heißt 6? Erst, also das ist schon Leistung, dass man so lange sich verträgt. Und zusammengeschweißt ist es eigentlich von der Vielfalt der Charakteren her, wo jeder den anderen beachtet, was er macht in der Gruppe. Das machen grundlegend erstmal alle alles. Aber dann stellt sich raus, der eine ist mehr zuständig für das Melodiensuchen, der andere eben hilft dem anderen dann und sagt mal, zieh mal das an oder mach mal eine Kordeschnur hier mal vernünftig und nicht so zusammengeprühnt, sondern schick machen alles und so. Der andere ist dann mehr beim Aufnehmen intensiver dabei, das gleicht sich so aus alles. Der Andreas ist jetzt mittlerweile zu einem Internet-Freak geworden. Und so gleicht sich das aus, dass jeder was macht in der Gruppe, was der andere nicht so gut kann. Und das verträgt sich. Das verträgt sich seit 10 Jahren schon. Das ist auch ein gutes Prinzip von uns. Da gibt es nicht so viele Streitereien. Da verderben nicht so viele Köche einen Brei. Oder das Küchenmädchen. Warte. Achso, Entschuldige.
Also wir brauchen das bei Corvus Corax nicht so unbedingt, dass immer Leute ankommen oder Produzenten ankommen und uns irgendwie da reinreden oder sagen, dann macht mal so oder macht mal so. Schön ist dann, wenn Bekannte da sind, Freunde da sind, die da mal horchen, oder man nimmt eine gebrannte CD mit und dann wirft man das irgendwo in einen CD-Spieler rein und das sind dann faire Leute, die auch sagen, es ist scheiße oder die sagen, das ist wunderbar. So ist es gut. Ihr habt uns mal erzählt, dass ihr gerne königliches Land erwerben wollt. Wie kommt man an sowas ran? Ja, das ist Folgendes, also wir haben also, als wir so durch verschiedene Musiksammlungen gegangen sind von Vogelweide, Musikstücke also bearbeitet, ich han mi'n Lehn. Das heißt also, er hat sein Lehn, er hat ein Stück Land. Das war damals üblich, dass die Spielleute ein Stück Land vom König oder vom Fürsten bekommen haben. Aber das war natürlich nur für Lebenszeit. Das durfte also nicht vererbt werden bei den Spielleuten. Und dann haben wir uns gedacht, das brauchen wir auch, sowas. Und dann haben wir mit dem Prinz Luitpold von Bayern geredet und haben erstmal generell gefragt, ob das möglich ist. Und er hat gesagt, er ist zu allen Schandtaten bereit und wird man sehen, ob wir, wenn, dann sicherlich bei ihm jeder ein kleines Lehen bekommen. Und dann können wir auch singen, ich kann ihn lehnen. Natürlich ein großer Unterschied, wenn man gerade diese Musik auf der CD hört oder ob man das als Live-Erlebnis erlebt. Denn wir spielen ja zum Beispiel unverstärkt und da entwickeln sich diese ganzen Töne und so entwickeln sich ganz anders, als wie man das auf eine Scheibe presst. Und das ist wirklich noch ein ganz anderes Erlebnis für die Ohren und für den Körper. Verlosen 30 CDs und handsignierte Poster, alles handsigniert. Und die geheime Frage ist, wer bin ich? Na? Um was geht's denn? Zieh mal einen Schlussstrich. Ich soll einen Schlussstrich ziehen? Zum ich soll ein Ende machen, oder was? Ich soll ein Ende machen. Also, meine lieben Damen und Herren, das war jetzt das Konzert mit Corvus Corax und dem Teufel persönlich. Hier habe ich noch eine junge Frau bei mir, die sich heute ganz besonders... Eierkörper macht sofort das Fernsehgerät aus und lebt ein richtiges Leben und glotzt so viel Fernsehen hier in Eierkörper. Der Schlussstrich. Auf Wiedersehen.
Ins Feuer gucken oder in die Kamera? Wie du möchtest. Soll ich mit den Leuten, mit der Oma zu Hause reden, ja? Du kannst aber ruhig zwischendurch versonnen ins Feuer glatzen. Wir verwenden eigentlich fast alles an Instrumenten, was es zu dieser Zeit gab. Scheiße, das ist ja jetzt schon wieder los. Wir bevorzugen natürlich den Dudelsack, weil der ein großes Klangspektrum. Ach scheiße, mach mal einen anderen hier. Ja. Oh, wieder 10 Tote! Psst, leise. Ja. Ich bin diesmal der Meinung, dass es mehr Kunst. Aber da, wo du wohnst, da sind wachsen noch Bäume. Naja, also in letzter Zeit habe ich schon fast alles abgeholzt. Aber ich bin ja auch nicht so, also ich pflanze auch mal ab und zu mal einen Baum neu. Also ich fand's geil, ja. Hat ein bisschen gestunken, aber ansonsten war alles in Ordnung. Aber in der Hölle muss es ja ein bisschen stinken. Es ist, bezeichnet den Teufel zum Beispiel als Brathähnchen und so, als komische Sachen. Der Typ mit den Hörnern, ich weiß nicht, der ist ja bei beiden. Sag mal, Spray, hab ich ein Interview oder du? Du warst doch gehässig. Warum? Zu wem? Na, der Kastus hat sich ein bisschen wehgetan und du hast dich da doch ein bisschen gefreut drüber, oder? Na, ich hab gefragt, ob du alles im Kasten hast, so was. Nee, das passiert immer wieder. Hauptsache, das ist auf Band und man kann sich nach einem Jahr freuen, wie der da gegen den Balken geknallt ist. Ey, ich bin doch nicht fertig! Also, wie gesagt, also, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Tanzwut! Nein, Kopf aus Korax! Also, die Stimmung von dem Metal. Das, was Tanzwut. Halt doch mal die Fresse! Rede ich oder du? Naja, ist doch wohl die Gegenband zu In Extremo, oder? Ja, jetzt sagst du gar nichts mehr, aber. Aber ich komme noch nicht ins Fernsehen. Kannst du mit deinem R noch mal so schön rollen? Das kann ich, ja. Muss ich das jetzt? Brrr. Manchmal denke ich, zu lang ist es her, als wir beide noch eins waren. Mochtest es sehr, wenn ich dich wärmte, dir das Leben lehrte, dir Freuden gab und dich verehrte. Du kanntest es nicht, mein zweites Ich, meine schwarze Seele, mein zweites Gesicht. Ich wehrte mich, doch es blieb in mir wach, zu schwach für den Tag und zu stark für die Nacht. Schlage ich die Augen. Weiß ich jetzt, wenn